was es da gibt. Und ich weiß, dass wir da sterben werden. Weil ich damals schon nicht verstanden habe, wie das gehen wird. Und der damals wohl auch schon zu stark für uns war. Das ist der jetzt, glaube ich, immer noch. Deswegen Lagerraum oder Kabine. Das sieht man schon. Wir können nicht mehr zur Turmuhr teleportieren. Wir gehen einfach mal hier hin und gucken uns das Ganze an. Und sobald wir zur Turmuhr können, dann werde ich natürlich vorher nochmal speichern hier am besten. Und dann werden wir es halt einfach mal neu laden müssen dann. Ich bin mir nämlich ziemlich sicher, dass wir da verkacken werden. Ich möchte euch nur mal gezeigt haben. Okay, da ist... Ich verstehe sie nicht. Ich wette, Peter weiß, was sie meint. Oh, müssen wir Peter Pan auswählen. Gruppe. Peter für Goofy. Bestätigen. Was ist los, Nasseweiß? Willst du zum Glockenturm? Was meinst du, Sarah? Gehen wir. Okay, lass uns zusammen hinfliegen. Ein optionaler Bossgegner. Ich weiß nach wie vor nicht, wie das geht, aber man sieht jetzt schon, er hat verdammt viel Leben. Und ich habe gelesen, man soll hier irgendwas mit Stopp drauf machen. Weil der macht wohl, wie wir jetzt hier gerade sehen, diese Zahlen über die Köpfe. Und sobald die Zahlen abgelaufen sind, verschwinden, glaube ich, unsere Verbündeten hier quasi. Einfach mal so. Und sobald er die Zahlen über uns macht, sind wir quasi tot. Und ich schaffe nicht mal annäherungsweise, wie ihr seht, ihm einen Leiste abzuziehen. Da jetzt Blitz drauf machen, weil das... Ah, muss ich da jetzt Eis drauf machen? Okay, ich glaube, ich habe sogar verstanden, wie es gehen soll. Wir versuchen es einfach nochmal, aber wie gesagt, wir haben den so gut wie gar nichts von seinem Leben abgezogen. Und das wird wirklich noch ewig dauern, bis wir den mal besiegen können. Ich wollte euch, wie gesagt, nochmal kurz zeigen. Ach, wir starten direkt wieder hier. Na, okay. Dann... Nee, das werden wir niemals schaffen, ihr habt's gesehen. Also, ihr wisst, wo er ist. Wenn ihr es schafft, dann viel Glück. Auch da werden wahrscheinlich Lösungen helfen, falls ihr genauso wie ich nicht wisst, wie man dem wirklich Schaden zufügen kann. Das habe ich allerdings damals geschafft. In Agrabah, deswegen werde ich das nochmal probieren. Und ich glaube, das schaffen wir auch. Dann, wie gesagt, nach Hollow Bastion, dann versuchen wir uns noch am Hades Cup. Dann suchen wir noch diesen komischen, geheimnisvollen Kapuzenmann. Ich weiß gar nicht, wo das hier war. Ich meine, wir konnten in der Wüste irgendwie was machen, was wir vorher nicht machen konnten. Obwohl, dieser Eistitan, der ist ja, glaube ich, sogar hier, ne? Oder? Ich meine, hier gab es auch einen geheimen Gegner in der Wüste. Hatte ich damals nämlich, glaube ich, ein Video zu gesehen. Ja, ja, ich glaube, hier gibt es tatsächlich einen geheimen Gegner in der Wüste, der ebenfalls so ist, dass man da noch ordentlich leveln muss, damit man dem überhaupt was anhaben kann. Ich guck mal, ob man da schon... Nein, nicht im Lagerhof. Oh. Weg hier. Wir wollen... da nach vorne. Wir wollen zur Wüste. Ich glaube nämlich, dann kann man mit dem Teppich irgendwie hinfliegen, dann gibt es dann einen geheimen Gegner oder sowas. So war das. Hm.
Oder vielleicht war es so auch nicht. Ich weiß es echt nicht. Oder war der auch in Kingdom Hearts 2? Das kann auch sein. Weil da konnte man, glaube ich, von der Wüste aus wählen, wo man den will. Auf jeden Fall gibt es hier irgendwas, was ich gerade nicht weiß, was... Irgendwas gibt es hier in der Wüste noch, was wir noch nicht gemacht haben. Oder zumindest in Agrabah allgemein noch. Irgendwas mit der Kiste hierher. Da ist ein Ifrit-Gürtel drin. Hier sind sehr viele von diesen Wampenviechern. Solange wir die da sind, können wir leider keine Truhen öffnen. Ich hoffe, die verschwinden gleich wieder. Oh, dann verschwinden die halt nicht, und sondern bringen uns um oder schmeißen uns irgendwie runter. Ach, scheiße auf die verdammten Kackkisten. Hier unten können wir nehmen, weil da können wir rübergleiten. Ich weiß es auch wirklich nicht, was wir hier in Agrabah noch machen können. Ich hatte da irgendwas im Kopf, dass es da noch irgendwie so einen anderen Berg gab. Und nicht so einen Berg, sondern noch so irgendwie einen anderen eingestürzten Palast, wo man noch eine Winnie-Pooh-Seite gefunden hat. Und ist man irgendwie mit dem Teppich weggeflogen. Aber wie gesagt, das kann auch sein, dass das im Kingdom Hearts 2 war. Kann ich jetzt auch durch den anderen kommen. Ich habe auf jeden Fall gelesen, dass es hier noch einen geheimen Bossgegner gibt. Deswegen laufen wir hier einfach einmal komplett durch. Dann machen wir erstmal. Oh Gott. Die machen uns wirklich mehr Schaden, als ich in Erinnerung hatte. Die bringen aber auch schön EP. Das heißt, wenn wir hier. Wir wollen hier. Oh Gott, nicht runterfallen. Wenn wir uns hier versuchen, nochmal durchzukämpfen, dann kriegen wir vielleicht noch das eine oder andere Level dazu, was uns am Ende behilflich sein könnte. So, tschüss. Und ihr könnt auch noch alle abhauen. So, erst du. Nein! Oh Gott. Nein! Oh Gott. Hau ab. Sehr gut. So. Könnt ihr was gegen den machen, weil ich habe jetzt keinen Bock, da runter zu fallen. Na also, hier ist schon besser. Ah. Da ist noch einer. Er ist besiegt. Können wir jetzt da hoch? Wir können jetzt da hoch. Alles klar. Das waren tatsächlich Welpen, davon bin ich schon fast ausgegangen. Naja, gehen wir einfach mal bis zum Ende durch jetzt, wie gesagt. Da ist ein Vollmongo gespawnt. Dann machen wir den erstmal platt. Okay, und ihr beiden noch. Okay. Dann können wir die Mission noch aktivieren. Wenn wir schon mal da sind und die alle machen können, dann machen wir das auch. Ah, ich glaube, es öffnet uns jetzt unten einen neuen Weg. Den wir vorher nicht gehen konnten. Aber die können mich jetzt alle mal... Wir gehen weiter. Und wir gehen nochmal weiter. Erneut in die Schatzkammer. Das sind die ganzen Fungi-Typen wieder. In die Höhle der Lichter. So, und hier gab es ja damals den Bossfight. Gegen Jafar. Die hatte ich jetzt eventuell was erwartet.
Aber hier scheint es nichts zu geben. Immerhin sind wir jetzt auf Level 48. Also Level 50 war so mein Wunschziel. Bevor wir uns mit dem wirklichen Boss hier anlegen. Aber ich denke, das wird in Hollow Bastion auch noch gut möglich sein, das Level zu erreichen. Ja, mehr können wir hier auch nicht machen. Ich habe jetzt keinen Bock, mich gegen die kleinen Viecher da aufzuregen. Also weg hier. Zurück in die Schatzkammer. Oh, hier spawnen auch Gegner. Aber hier war doch eigentlich so ein Speicherpunkt, oder? Das hier war ein Speicherpunkt. Ja, wenn die Gegner spawnen, ja eigentlich nicht, ne? Und tschüss, und dann bist du noch du da übrig. Oder auch nicht nur noch du. Jetzt haut doch alle ab hier. Die haben doch andere Sachen zu tun, als hier irgendwelche komischen Herzlosen zu besiegen. Macht uns ja noch nicht mal Schaden, Leute. Hier kommt noch mehr. Und dann ist auch ein neues Level. Wir schwören können, dass hier damals der Speicherpunkt war. Ah. Mach du mal weiter mit dem Blitzspielchen. Und tschüss. Alter! Ist jetzt hier der Kampf um den Speicherpunkt oder was? Oder kommt der gar nicht wieder? Ich dachte jetzt, wenn man hier alle Gegner besiegt hat, dann kommt er vielleicht wieder. Aber ist auf jeden Fall nochmal eine gute Level-Sache hier. Guter Point, um Sachen zu leveln. Sehr schöner Raum, die Schatzkammer. Da kann man gut leveln. Aber jetzt verzieh dich bitte. Wir haben anderes zu tun, wie ich schon mehrfach erwähnte. Aber sieht aus, als würde der Speicherpunkt nicht zurückkommen. Oder hier war auch gar keiner und ich habe mich irgendwie falsch erinnert. Aber ich war mir eigentlich sicher, dass hier einer war. Deswegen bin ich auch so weit gerannt, weil ich gedacht habe... Selbst wenn wir am Ende ankommen, können wir immer noch durch den Speicherpunkt wieder zurück, aber das war wohl ein Irrglaube. Da hinten ist eine Truhe, die auch erst jetzt nach dem Gleiten verfügbar ist. Da könnte vielleicht noch was Schickes drin sein, deswegen... Machen wir nochmal kurz so und öffnen die Elixier. Toll. Auf jeden Fall noch was. Kommen wir aber so einfach nicht hin. Mal gucken, ob hier unten sich was Neues ergeben hat. Ah, das Ding haben wir jetzt auf jeden Fall runtergeschmissen. Jetzt können wir hier rein. Aber hier brauchen wir Aladdin für. Gab es denn irgendwo Aladdin? Alle der Speier sind wir wieder oben, ne? Ja, sind wir wieder oben. Das will ich ja nicht. Guck ich mal, wo bringt uns das hier hin? Da konnten wir vorher auch nicht hin. Da kommen wir hier wieder raus. Na super toll. Das hat sich ja gelohnt. Wo kommen wir da hin? Zum Ort der Schatten. So, hier können wir Aladdin mitnehmen.
Okay, dann nehmen wir nochmal kurz Aladdin mit. Wenn wir schon mal hier sind, wie gesagt, dann können wir auch ruhig alles mitnehmen, was wir mitnehmen können. So, Mutiererkette. Okay, dann wieder runter. Sind wir hier wieder? Aber weißt du was? Ich gehe einfach wieder hoch und springe dann da wieder runter, wo ich hin will. Gegen euch habe ich alle schon gekämpft, deswegen erspare ich mir das jetzt einfach mal wieder. Da sind wir auch schon wieder in der Halle der Speier. Müssen wir einfach einmal runter jumpen, kurz einmal runter. Moment. So kommen wir darüber. Das ist natürlich interessant. Sind wir jetzt wieder hier? Oder mussten wir einen Raum weiter hinten runterfallen? Kann natürlich auch sein. Weil hier war doch eben noch kein Speicherpunkt, oder? Oder bin ich jetzt total verwirrt? Vielleicht auch beides. Ah, jetzt können wir hier auf jeden Fall zu der Truhe, die wir vorhin gesehen haben. Da ist eine Mega-Potion drin. Und wenn wir hier runterfallen, dann sind wir tatsächlich wieder hier. Okay. Dann hat es ja wohl oder übel dann doch irgendwie am Ende geklappt. Und dann können wir gucken, was es hier noch gibt. Wenn wir das Ding berühren. Ach, das hätten wir da allerdings gar nicht für gebraucht. Hat sich das jetzt geöffnet? Hier hat sich das jetzt geöffnet. Dann haben wir einmal Welpen. Und einmal Haskar-Gummi. Toll. Das hat sich jetzt ja voll gelohnt. Naja, besser als nichts, ne? Einfach nochmal zurück. Einfach hier raus und dann lass uns hier verschwinden von der Welt. Ich finde das nicht mehr, wo ich hin wollte, deswegen einfach weg. Und eine Idee hätte ich noch. Indem wir hier einfach nochmal normal hingehen. Und dem Aladdin versteckt mit dem Teppich reden, vielleicht bringt uns das was. Ja, der zappelt die nämlich auch schon schön rum. Okay, warte mal. Ja, er möchte nämlich irgendwo hin. Deswegen speichern wir jetzt kurz. Das ist nämlich, glaube ich, das, was es gewesen ist. Und dann war es nämlich doch nicht in Kingdom Hearts 2. Sondern dann war das doch hier. So, Teppich. Bring uns dorthin. Ah, das ist der finale Boss gewesen. Der ist, glaube ich, exklusiv in Final Mix. Den gibt es nämlich, glaube ich, nicht im normalen Kingdom Hearts. Und auch hier werden wir mit Sicherheit sterben. War es vielleicht doch in Kingdom Hearts 2, was ich meinte, aber... Okay, unsere Magie ist gesperrt, wie ich gerade sehe. Das könnte natürlich durchaus zum Problem werden. Oh. Ja, das könnte durchaus zum Problem werden.
Ich glaube, einen Versuch machen wir noch. Einmal machen wir noch. Und zwar, wenn ich hier in der Ausrüstung jetzt mal kurz bei uns gucke. Alle dunkel, Angriffskraft steigen, Angriffskraft steigen. Wir haben ja was Neues gekriegt vorhin. Den hier nämlich. Der lässt unsere Angriffskraft um 3 Punkte steigen. Das heißt, wenn ich hier das Ding nehme, dann bringt uns das nur schlechte Sachen. Naja, dann würde ich das, glaube ich, so lassen. Oder was ist, wenn ich das hier nehme? Haben wir einen Angriff mehr, aber 2 Abwehr weniger? Nee, nee, nee. Okay, dann werden wir auf jeden Fall die Items verändern hier. Bei uns nämlich nochmal schnell eine Mega-Potion reinpacken. Und hier auch eine Mega-Potion reintun. Und das lassen wir so. Und Donald kriegt dann nämlich High-Potion. Und noch eine High-Potion. Und ansonsten noch eine Potion und eine Potion und eine Potion und eine Potion. Und Goofy auch. High Potion. High Potion. Der kriegt, glaube ich, sogar ein paar Mega Potions, weil wir davon noch ein paar haben. Und der Rest sollte dann Potion sein. Und vielleicht können wir da noch was veranstalten jetzt. Bei dem Typen. Also bring uns dorthin, Teppich. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass diese beiden Hände, die der da hatte, seine einzigen Leben sind, weil das war ziemlich schnell weg. Die einzige Schwierigkeit, die dann wäre, wäre, dass wir nicht zaubern können. Aber ich glaube, diese ganzen geheimen Bosse, die hier sind, die sind alle zu stark für uns. Deswegen, wie gesagt. Oh Gott. Schon fast down, oder was? Der hat auf jeden Fall eine mordsmäßige Angriffskraft. Muss man es ihm lassen. So. Ich will gerne wissen, was passiert, wenn wir ihm hier so eine von seinen Händen weggekloppt haben. Ja, wir kriegen eine Menge Leben. Egal, ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass das alles ist. Was der drauf hat. Ja, aber jetzt geht's nämlich erst richtig los. Ach, jedes Mal, wenn wir seine beiden Hände gekloppt haben, kommen wir an seinen richtigen Lebensleister ran. Ja, die hat nämlich Monster 4, wie ihr seht. Da werden wir, glaube ich, auch einiges an Level noch brauchen, bis wir da was ausrichten können. Ah, wir können wieder zaubern. Oh. Okay. Da können wir mit Magie durch. Also ich schieße einfach mal ein bisschen Magie. Hat also so ein Magieschild, wo man nur mit Magie gegen ankommt. Das ist natürlich super toll. Dafür habe ich natürlich viel zu wenig Magie. Ja, tatsächlich, da kommt man wirklich nur mit Magie durch. Sobald wir das Schild durchbrochen haben. Ach so, hier liegt überall auch so ein Magiekram. Naja, also wie gesagt, der ist viel zu stark für uns. Wenn ich mich da jetzt mehrere Stunden ransetzen würde, dann wollen wir den vielleicht packen. Aber das ist mir wirklich, ehrlich gesagt,
auch schon wieder zu stark und zu schwer und zu viel Zeitaufwand. Ich habe jetzt halt wirklich nur wirklich diese und vielleicht noch eine Aufnahmesession maximal danach. Und dann muss das Projekt durch sein. Ihr habt es auf jeden Fall gesehen. Auch da mit ein paar mehr Leveln, mit ein paar mehr Strategie, vielleicht mit ein bisschen mehr Magiestärke kommt man da sicherlich gegen an. Ansonsten, ja, mit meinem derzeitigen Stand ist es wahrscheinlich ein bisschen schwerer. Gut, dann würde ich sagen, nehmen wir gleich mal das Wurmloch hier. Oder Warp-Monster statt Reverse und nehmen dann das Wurmloch. Machen uns dann auf den Weg. Obwohl, was mich jetzt interessiert, gibt es das Hades-Turnier schon? Ich habe ja beim letzten, die letzte Aufnahme ist ja schon so lange her, wenn wir da schon eine Nachricht bekommen haben, dass es das Hades-Turnier gibt, dann müssen wir vielleicht auch erst mit Phil reden. Das haben wir nämlich beim letzten Mal dummerweise nicht gemacht. Das hat uns nämlich einiges erspart. Jetzt habe ich auch nochmal gedrückt. Nein! Ich will nicht fliegen, ich will nicht fliegen. Zur Weltenkarte. So. Einfach nochmal mit Phil reden. Jetzt auch nichts mehr, ne? Nicht, dass wir hier noch irgendwo eine Triotech oder sowas vergessen haben. Aber ich meine, da müssen wir jetzt mittlerweile alles haben. Jawohl! Was ist das hier eigentlich? Kann jemand Server besiegen? Herausforderer mögen sich anmelden. Okay, das ist natürlich auch schick. Das letzte Mal hast du mich besiegt. Das nächste Mal wird nicht so einfach. Was heißt denn das nächste Mal? Vorhin hat er noch was anderes erzählt. Du kennst die Regeln, oder? Welcher Wettbewerb soll es sein? Okay, wir haben tatsächlich den Hades Cup noch nicht. Also wird der noch kommen? Können wir mal wieder nicht in den Gummijet einsteigen? Ist doch blöd. Warum können wir denn von hier aus nicht in den Gummijet einsteigen? Da müssen wir jedes Mal wieder auf den Heroenplatz, wie die jedes Mal wieder einmal rüberrennen. Na gut, es war ja einmal schon nötig. Da sah es ja so aus, als wenn wir eigentlich weggehen sollten. Dann kam ja Hades von hinten, der uns dann angemeldet hat für das Ding, ne? Das heißt, theoretisch war das doch nicht möglich. Naja, jetzt können wir auf jeden Fall. Sieht aus, als wenn das von der Stadt Traverse aus kürzer wäre. Ich möchte jetzt nicht unnötig lange mit dem Gummijet rumfliegen, deswegen versuche ich es einfach von der Stadt Traverse aus in das Wurmloch. Dann kommen wir nach Hollow Bastion und dann schalten wir irgendwie noch den Hades Cup frei, dann probieren wir den noch. Suchen noch den Kapuzenmann, gucken, ob wir Sephiroth schon besiegen können, ohne, oder, das heißt besiegen können, versuchen können, ohne dabei den Hades Cup geschafft zu haben. Und dann, wie gesagt, konzentriere ich mich nur noch aufs Finale. Dann hoffe ich, dass ihr trotzdem Spaß hattet an dem Let's Play, auch wenn ich da nicht alles zeigen konnte, was ich eigentlich zeigen wollte. Auf jeden Fall haben wir hier auch neue Gummijet-Gegner. Vor allem mehr Gummijet-Gegner. Ich weiß gar nicht, ist der ganze Parcours anders? Ich glaube nicht, oder? Ja, da ist das Wurmloch ja schon. Das ging ja sehr schnell. Finde ich auch sehr schön, dass das sehr schnell ging. Hindurch. Aber die andere Hälfte der Strecke wird wahrscheinlich nicht so einfach sein. Die Musik ändert sich auf jeden Fall schon mal. Den Weg, Leute. Ich dachte, wir nehmen den Weg, wo keine Herzlosen sind. Das ist ja
ja alles voll mit denen. Weg hier und weg da. Aus dem Weg. Wir haben keine Zeit. Wir haben ein paar Welten zu retten. Und dazu müssen ein paar Prinzessinnen. Und einen Freund. Ohne Kairi solltet ihr eigentlich nichts anfangen können, weil dann fehlt ihnen das reine